Der Schauplatz hat sich verändert. Die Decepticons und die Autobots jagen durch die Galaxie, um sich der teuflischsten Herausforderung in der Geschichte der Transformers zu stellen. Eine neue Ära hat begonnen. Der Kampf gegen Unicron. Transformers. Nach dem seit tausenden von Jahren schwelenden Konflikt zwischen den Autobots und den Decepticons taucht eine neue Macht mit unvorstellbaren zerstörerischen Kräften auf, bekannt als Unicron. Werden die neuen Bündnispartner es gemeinsam schaffen, diesen Konflikt zu überstehen? Und um welchen Preis? Na los, bleibt dran, Männer! Weiter feuern! Transformers. Oh Mann, seht mal, hier ist alles total verwüstet. Egal, wir müssen Galvatron und Optimus folgen. Kommt schon! Das ist es also. Ja, das ist Unicrons Herz. Optimus, da ist der Starsaber! Halt, Galvatron! Nein! Wir müssen vorsichtig sein mit allem, was wir hier drin tun. Unicrons Korpus ist eine einzige große Falle. Das sind der Skyboom-Shield und der Requiem-Blaster. Also ehrlich, ich bin erstaunt, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Meinen herzlichen Glückwunsch. Wer bist du? Sideways! Schon wieder ein Autobot-Deserteur! Oh, bitte. Ich kann euer plumpes Geschwätz nicht mehr hören. Du hast von Anfang an gemeinsame Sachen mit Unicron gemacht, oder? Um es präzise auszudrücken, sind wir ein und dasselbe, mein lieber Freund. Diese bedeutungslose Hülle, die ihr als Sideways kennt, ist nur eine Verkleidung. Hm? Seit Äonen von Jahren sauge ich Energie aus deinen Kämpfen mit Galvatron und so konnte ich zur gewaltigsten Kreatur des Kosmos werden. Und jetzt, wo meine Metamorphose abgeschlossen ist, wird es Zeit, dass ich meinen rechtmäßigen Platz als Oberhaupt des Universums einnehme. Du hast nur unsere negativen Energien aufgenommen. So ist es. Ich muss zugeben, dass es davon mehr als genug gegeben hat. Und während ihr gekämpft habt, habe ich euch geschwächt, ohne dass ihr es auch nur gemerkt habt. Glaubst du wirklich? Darauf würde ich nicht wetten. Ich war so sicher, dass du über mich Bescheid weißt, Optimus. Und trotzdem warst du so dumm, deinen albernen Kampf gegen Galvatron fortzusetzen. Warum hast du deine Zeit damit verschwendet, Optimus? Ich wollte Frieden. Wir müssen Optimus finden. Außerdem brauche ich einen Statusbericht. Transformation! Ich kann dir nur sagen, wenn wir weiter so kämpfen, halten wir nicht mehr lange durch. Wir brauchen ein Wunder, um diese Schlacht zu gewinnen. Treffer auf Sektor 5, Sir! Hört auf! Konzentriert euch nur auf die Mission! Was für ein Unsinn, im Namen des Friedens zu kämpfen. Das ist absurd.
Du wurdest programmiert, um in den Krieg zu ziehen, Optimus. Sonst wärst du ein normaler Autobot wie jeder andere. Du bist genauso konzipiert wie Galvatron, bis auf diesen seltsamen Friedenswahn. Warum sollte eine Kriegsmaschine im Namen des Friedens kämpfen? Schluss jetzt! Dein dämliches Gequatsche geht mir allmählich auf den Schaltkreis, du zu groß geratene Mülltonne! Galvatron! Denk nicht mal dran. Du kannst nicht gewinnen. Mach keinen Fehler, schließ dich mir an. Das ist deine einzige Chance. Niemals! Füg dich in das Unvermeidbare, Optimus. Du hast keine andere Wahl. Hey, Freunde, habt ihr was von Optimus gehört? Leider nicht. Verdammt. Und Volltreffer! Ich hab Unicron direkt am Halsscharnier erwischt. Ja, gute Arbeit, Sideswipe. Sideways, du erbärmlicher Feigling! Dein Geschwafel geht mir auf die Kontakte, Galvatron. Vielleicht muss ich dir mal ein paar Kleinigkeiten demonstrieren. Unicron, nein! Galvatron! Was hast du nur getan, Unicron? Sideswipe, melde dich. Was ist da draußen los? Alles in Ordnung, aber es hätte mich fast erwischt. Siehst du, Optimus, es bekommt keinem gut, sich gegen mich zu stellen. Und glaub ja nicht, dass dich mein Zorn nicht auch trifft. Du kannst mein großzügiges Angebot ausschlagen, aber ich sage dir schon jetzt, dass du es bereuen wirst. Also, warum nimmst du meinen Vorschlag nicht an und verbündest dich mit mir? Dann kannst du Zeuge meiner Herrlichkeit werden. Das ist deine wahre Bestimmung. Halt durch, Optimus! Seit Äonen von Jahren verhallen deine Friedensbemühungen ungehört im ewigen Kosmos. Und du liebst den Krieg doch selbst. Gib's endlich zu. Okay, Männer. Optosensoren nach Optimus ausrichten. Geht klar, Bruder. Sogar während ich hier rede, absorbiere ich die negative Energie, die mich von Sekunde zu Sekunde stärker macht. Treffer versenkt! Deine Leute glauben, sie können mich besiegen, Optimus. Dabei stärken sie mich mit jedem einzelnen Angriff. Hä? Unglaublich! Solange der Hass existiert, bleibe ich unantastbar für eure Angriffe. Es wird Zeit, dass du mir dein wahres Gesicht zeigst, Optimus.
gib's endlich vor dir selbst und dem ganzen Universum zu. Du brauchst den Krieg wie die Erdlinge den Sauerstoff. Es macht keinen Sinn, es noch länger abzustreiten. Das ist nicht wahr. Na endlich, dein Fanclub ist eingetroffen. Es hat keinen Zweck. Jedes Mal, wenn wir Unicron treffen, wird er nur noch stärker. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Optimus und Galvatron sind immer noch da drin. Optimus. Ich warte auf deine Entscheidung, Optimus. Entweder schließt du dich mir jetzt an, oder ich werde dich endgültig vernichten. Es liegt ganz bei dir. Du kannst uns keine Angst einjagen, Unicron. Ich habe es nicht nötig, dir und den anderen Minicons Angst einzujagen, denn mein Schicksal wird auch euer Schicksal sein. Hast du schon vergessen? Ich habe euch erschaffen und wir sind in Wirklichkeit eins. Nur ein Idiot würde glauben, er könnte mich besiegen. Highwire ist nicht so wie du stählernes Ungeheuer! Ja, er hat recht! Wir wissen, dass die Minicons auf Frieden programmiert sind! Ihr Erdlinge habt davon keinen rostigen Schimmer. Du irrst dich. Wir sind auf Frieden programmiert worden und wir werden für ihn kämpfen. Grindor, nein! Euer Mut ist wirklich bemerkenswert. Auch wenn er vollkommen unangebracht ist. Hotshot! Stell dir vor, die Minicons marschieren auf Unicron zu! Sie tun was? Vernichten! 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 Nein! Was zum Orbit haben diese Minicons vor? Highwire! Was ist nur mit ihren Augen passiert? Sure-Shock! Willkommen zu Hause, meine Minicons. Was hast du getan? Komm zurück! Red, nein! Ich bin unbesiegbar, Optimus. Auch deine geliebten Erdlinge werden sterben, wenn du nicht endlich einwilligst, mir zu folgen. Aber wir können die Sache auch etwas interessanter gestalten. Ein Kampf. Alles oder nichts. Vorher werde ich dir sogar noch zeigen, worauf du dich einlässt. Und dann kannst du deine Entscheidung treffen. Genieße den Anblick der fantastischen Macht des gesamten Universums, Optimus Prime! Unglaublich! Er wird immer noch gewaltiger! Red, du bist in Sicherheit. Alexa, wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass Unicron uns geschnappt hat. Er ist da! Wer seid ihr und was habt ihr hier zu suchen? Galvatron? Ja, Galvatron, der euch vernichten wird, Erdlinge. Wie könnt ihr es wagen, ins Reich der Decepticons einzudringen? Hä? Jetzt verstehe ich's. Wir sind in Galvatrons Gedankenwelt gelandet. Quatsch, sowas ist doch gar nicht möglich. Doch, sie hat recht. Als Unicron uns erwischt hat, hat er Galvatron erlaubt, in unsere Gedanken einzudringen. Und jetzt macht er sich in unserem Kopf breit. Stimmt, so ähnlich muss es funktionieren, Fred. Aber das Wichtigste daran hast du noch nicht verstanden. Es ist nämlich so... Schweig! Greift euch, die Eindringlinge! Bleibt ganz ruhig, Jungs. Das findet alles nur in eurer Fantasie statt.
sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Es hat geklappt. Ich habe mir gedacht, wenn Galvatron mit unserer Fantasie spielen kann, dann kann ich auch meine eigene Fantasiewelt erschaffen. Du hast alles, was wir hier sehen, nur mit deinen Gedanken gemacht? Ich glaub's nicht. Ist das cool? Hä? Hey, was ist denn los, Red? Da ist Highwire. Hä? Kannst du mir das auch erklären? Ein Horrorgedankenschauer! Unicron kann, wann immer er will, in unser Bewusstsein eindringen. Wir müssen Highwire finden. Vielleicht ist er in der Lage, uns zu erklären, was hier vor sich geht. Ich hoffe wirklich, dass er das kann. Highwire! Unnütze Störenfriede. Highwire! Wo bist du? Wir brauchen dich! Highwire, hörst du mich? Ich bin's, Red! Habt ihr diese Spielchen denn niemals satt? Oh nein, Unicron hat uns gefunden! Wir konzentrieren uns alle auf einen Ort, an dem wir uns verstecken können! Ja, kommt, ein Versteck, ein Versteck, ein Versteck! Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken! Ihr seid in meinem Universum! Und es gibt nichts, was ich hier nicht sehen würde! Eure Fluchtversuche sind vollkommen sinnlos! Ich habe eure kleinen Spielchen satt, also Zeit, das Theater zu beenden. Ich werde euch vernichten. Ah, Highwire! Die Minicons sind noch am Leben. Sie haben uns gehört. Hoffentlich können sie Unicron Einhalt gebieten. Unicron, die Minicons haben sich zusammengetan, um dich aufzuhalten. Wenn es sein muss, kämpfen wir für den Frieden. Die Kinder. Wie könnt ihr es wagen, mich schon wieder anzugreifen, Minicons? Diesmal werdet ihr dafür bezahlen. Was ist das? Wow, das sind die Minicons! Wieder frei. Was ist passiert? Die Kinder haben die Minicons aufgeweckt, die Unicron hypnotisiert hatte. Ja, so ist es. Wie wär's denn jetzt mit einem kleinen Dankeschön, Erdlinge, hä, Galvatron? Dankeschön. Jetzt reicht es. Passt gut auf, Minicons, das werdet ihr mir büßen. Hallo, Freunde! Sieht so aus, als ob es mit Unicron vorbei wäre. Optimus, das alles hätte verhindert werden können, wenn du auf Unicron gehört hättest. Wir sind eingesperrt! Keine Sorge. Wir müssen uns nur einen anderen Ausgang suchen. Optimus! Hm? Galvatron! Was macht er da? Jetzt sagt schon, was macht er da?
Es ist an der Zeit für unseren Kampf. Das meinst du doch nicht wirklich, oder? Ich habe noch nie etwas so ernst gemeint, Optimus Prime.